Leute, da sind wir wieder mit einer neuen Folge von Let's Play Pokémon, die silberne Edition, zusammen mit Morphos. Okay, wir sind im Radioturm, haben in der letzten Stunde, wollte ich gerade sagen, in der letzten Folge... War die Dramatik okay gerade? Das war in Ordnung. Okay, ja gut. Ein Radio bekommen und können damit einen... Ein Radiomodul. Genau. Wenn wir mal präzise bleiben. Einen Sendersuchlauf machen. Wir können Margit zuhören bei Professor Eichs Pokémon Talk mit Margit. Oder Margits Pokémon Talk mit Professor Eich. Wir können Pokémon Musik hören mit Ben. Dann, der spielt so verschiedene Routenmucken und sowas? Oder naja, er spielt verschiedene Themes und das ist der Pokémon Marsch und der kann Pokémon Sichtchancen meines Wissens nach erhöhen auf bestimmten Routen. Stimmt. So wie an den Glückskanal. Ja, yeah, Bastian, wie geht es euch nun? Geht es gut oder geht es nicht? Die Glückszahl-Show ist immer Pflicht. Die Glückszahl ist 53741. Ich wiederhole. Die Glückszahl ist 53741. Gewonnen, kommt zum Radioturm. Also da können wir, wenn wir nicht getauscht haben, wissen wir ja, wir haben immer nur eine ID, eine Trainer-ID, dann können wir gucken, ob es sich überhaupt lohnt hinzugehen. Ich habe jetzt natürlich nicht nachgeguckt und... So, und dann gibt es dann später hier hinten auf den oberen Frequenzen auch noch was. Ja, wenn wir uns ein Radio anmachen und dann rausgehen, bekommen wir das Radio als Hintergrundmusik. Wir sind wegen der Glückszahl-Show hier. Ja, überprüft die. Die hat sich mittlerweile geändert, ne? Ja, wir haben... Kann das sein, ja. Wir haben letzte Woche aufgenommen. Und ihr seht das erst zeitestens übernächste Woche. Also heute ist... Heute ist eigentlich vor 2 Wochen, könnte man so sagen. Gucken wir mal, wer das ist. Wenn Pokémon Schlaflieder im Radio hören, schlafen sie ein. Das ist eine Logik, die so in der Form selten bei Pokémon zu finden ist. Und natürlich, du kannst überall Radio hören. Probier's mal aus. Das sind zwei Informationen, die vermutlich fundamental von ausschlaggebender Bedeutung sind. Okay, den lest du. Zutritt nur für autorisiertes Personal. Das war nicht immer so. Mit unserem Intendanten stimmt irgendetwas nicht. Ja, der hat jetzt eine Roboterstimme, denn er ist gar kein Mensch. S1 verkauft. Hier wird zwar nichts verkauft. Das ist Pokémon Talk, die beste Show am Äther. Hauptsache, es gibt 3 Regale und ein Pummeluff. Ist das ein Pummeluff? Das ist ein Pummel. Pummel. Überall, jederzeit Pokémon Radio. Das ist mein griffiger Slogan. Überall, jederzeit Pokémon Radio. Glückskanal. Gewinne mit Pokémon-ID-Nummern. Tausche deine Pokémon, um viele ID-Nummern zu erhalten. Man muss nicht die hellste Leuchte im Kronleuchter sein, um zu raffen, dass man in diesem Radioturm ein Glücksspiel hat und dass verschiedene Sendungen laufen. So wie in jedem Radioturm. Also keine Kritik, aber musstest du jetzt wirklich jedes verdammte Schild lesen? Ja. Okay. Das war hast du gedacht, Kritik. Da ist ein geheimer Schalter drin, ne? Oder? Nein, dann stände ein Rocket davor und würde mir sagen, da gibt es keinen Geheimschalter. Ah, natürlich. Die klugen Rockets. Ah, was war das für ein Gebäude hier? Ah, der Fahrradladen. Natürlich. Der Fahrradladen. Seufz. Ich bin hierher gezogen. Aber ich kann meine Fahrräder nicht verkaufen. Warum nur? Würdest du ein Fahrrad fahren und so Werbung machen? Okay! Ja, großartig. Gib mir bitte deinen Namen und Nummer. Dann leih ich dir ein Fahrrad. Silver leiht sich ein Fahrrad aus. Der... Einzige Mensch übrigens, dessen Nummer wir nicht einspeichern müssen, damit er uns anruft. Fahrrad und Basis-Items. Meine Fahrräder sind erste Klasse. Zwei Sachen, wenn da seufzt steht, dann seufzt du doch bitte, ja. Nein, das muss sein. Du kannst sie überall fahren. Und zweitens, es ist hier tatsächlich vergleichsweise einfach, wenn man sich erinnert, im ersten Pokémon-Spiel brauchte man einen Coupon, den man erst in einer weiter... Hey, man konnte auch 1 Million Pokédollar haben, was irgendwie nicht ging. Kanntest du eigentlich jemals jemanden, der tatsächlich 1 Million Pokédollar gesammelt hat, um sich... Kanntest du jemanden, der weiß, dass die 1 Million Pokédollar vor der 5. Generation gar nicht möglich waren? Nee, ich persönlich kenne keinen, mich eingeschlossen. Okay. Es war Tatsache über den Binärüberschlag nicht möglich. Das wohl so. Dieses Geräusch ist auch sehr schön. Ich habe übrigens die Angel gerade eingetragen. Wollte aber das Fahrrad haben. Eintragen insofern, dass man das ist zumindest neu. Beim Gameboy. Genau. Wir hatten jetzt eine Select-Taste. Select-Taste. Beliebig. Und hört euch diese Musik an. Und jetzt hört euch diese Musik an. Ah.
Wo muss ich denn? Wir gehen jetzt erstmal in den Park, oder? Gemütlich? Oder erstmal nee, Arena? Ja, wir fighten erstmal. Die oder? Arena und hauen sie kaputt. Wer ist denn? Samstag! Heute ist Käferturnier. Heute ist Käferturnier. Wir werden wahrscheinlich in der nächsten Folge zum Käferturnier gehen. Und das war schlau. Eine Schönheit. Oh, du bist ja ein hübscher kleiner Trainer. Ich mag dich, aber ich werde mich nicht zurückhalten. Fun Fact, ich glaube, dass die Sprites von den Schönheiten im Unterschied zu den japanischen Versionen übrigens... Ja, genau. Ja gut, jetzt ist der Sprite weg. Hättest du kurz zeigen können, aber man sieht sie nochmal. Der Rock ist länger. Das wundert mich nicht. Der Rock ist tatsächlich länger. Ich frage mich nur gerade, ob er in der japanischen Version länger ist oder hier. Aber so wie das hier aussieht, ist er hier länger. Der geht nämlich fast bis zu den Knien. So, wir haben... Ja. Ja, wahrscheinlich ist er hier und, länger. Und bei, bei den Japanern ist das so ungefähr auf Beckenhöhe. Okay. Ich habe auf jeden Fall mal die Attacken umsortiert, denn der liebe Warnag, der uns das ja nachgespielt hat, meinte, nee, also so aus Prinzip sortiert er keine Attacken um. Hast du prinzipiell nach denen nur Attacken sortiert? Ich habe es immer nach der Größe, also der Namen, Länge sortiert. Die häufig benutzten weiter nach oben. So, wir können hier, ihr seht, wir können nochmal mit unseren niederen Lebewesen trainieren ein wenig. Das klingt nett, ne? Niedere Lebewesen. Oh, 13. Ja, lecker Visorschnitzel. Knopfenser. Ich finde übrigens, die Pokémon der zweiten Generation sind echt knuffig. Ja, es sind wirklich viele. Also Visor wie Senior, Noctu. Selbst Weberack hat was, wo man sagt, ach, es war ein Nope, aber ein süßes Nope. Ne? Ja. Also für mich ist es kein Nope. Ich mag Weberack. Terminus benutzen. Ich mag auch Ledibar. Also so die, wenn man so überlegt, im Vergleich gerade zur ersten, da hatte man anstelle von Visor und Visenior hatte man Radfratz und Radikal, die jetzt nicht gerade die schönsten sind. So, Visor, möchtest du das Pokémon wechseln? Ja, wir nehmen nochmal ein anderes. Wir nehmen mal Vati. Ja, das war gar nicht mal so schlecht. Also die steigen doch schon im Level. Wir machen mal einen Donnerschock. Weil wir darauf Step bekommen. Step gab es damals auch schon. Allerdings ist die Attacke hier noch speziell. Was ist ein Step? Step heißt Same Type Attack Bonus. Heißt, wenn der Typ der Attacke mit dem Typ deines Pokémon übereinstimmt, macht es 50% mehr Schaden. Das heißt, ein Donnershock eines Donner-Pokémons macht mehr Schaden, als wenn... Same Time Attack Bonus. Same Type Typ. Same Type Selber Attack Bonus. Typ. Das heißt, wenn jetzt ein Pokémon, das keinen Elektro-Typ hat, eine Donner-Attacke einsetzt, zum Beispiel ein Sterndu, dann, Sterndu weiß nicht, aber Starmie kann ja Donnerschlag erlernen oder Donner, macht das nicht so viel Schaden, abgesehen von den Werten, die gesteigert werden können, als wenn ein Donner-Pokémon, also ein Elektro-Pokémon, das einsetzt. Okay. Was allerdings noch zu beachten fighten wir weiter, ja. ist, genau, wir fighten hier gegen jeden, weil, gegen Bianca ist nicht so leicht ein Kraut gewachsen. Aber wir sind ja nicht umsonst Gefeuer ausstattet. Ja, dieses Wort. Ich weiß auch gar nicht, was du mit Gefeuer ausstattet meinst. Na, wir haben einen Feuerriegel in einer Pflanzenarena. Und das ist keine Pflanzenarena und hier kam noch kein Pflanzen-Pokémon vor. Nur, dass du es weißt. Es kamen drei Visor und ein Mauzi. Aber da ist so viel Pflanzenzeugs. Was ist das? Das ist einfach nur Deko. Das ist ja, Entschuldigung, kann man da nicht normale Deko nehmen, damit man weiß, man ist in einer normalen Arena? Also wenigstens Plastik weißt du jetzt, oder so. Wenigstens weißt du jetzt, in was für eine Arena wir sind, das ist ja schon mal schön. Okay. Ja, ist halt ungewöhnlich. Gab es im ersten Game überhaupt einen normalen Trainer? Gab es nicht, ne? Nee. Stein, normale Wasser, Arena gab es nicht. Psycho. Aber diese normale Arena hier hat es in sich. Das heißt, wir werden vor Bianca auf jeden Fall nochmal zum Pokémon-Center gehen. Warte mal kurz, kriegen wir die zusammen? Doch, nee. Giovanni? Was hat denn Giovanni? Giovanni hat Boden-Pokémon. Boden, Feuer, Pflanze, Wasser, Stein, Elektro, Gift. Gift und Ninja-Kampfgeschichte und Psycho. Psycho, genau. Und die, Psycho, Gift und Kampf ist ja das, ja, genau. Genau. Nee, Kampf. Koga. Koga war Gift. Na gut, es gab noch diese Bonus-Arena da. Da, die war Kampf, genau. Glaub nicht, du hast gleich das Spielchen mit mir. Aber was es hier noch nicht gibt in dem Spiel und was mich so ein bisschen... Irgendwo werden wir an einen Punkt kommen, wo ich mich ärgere darüber, dass wir keine Turbo-Treter haben. Turbo-Treter, mit denen man schneller läuft? Genau, ab der dritten Generation gibt es Turbo-Treter. Halte B gedrückt, um schneller zu laufen. Ist man damit so schnell wie mit dem Fahrrad? Oder? Nicht ganz, aber so schon etwas. Im...
Das sah aber aus wie ein Fetzen Kleber. Paralysiert. Klebestreifen. Paralysiert macht eigentlich nichts anderes, als dir deine Initiative gen 0 zu setzen, sodass halbieren. Du... Halbieren? Halbieren. Halbiert. Und die Chance, dass ich nicht angreifen kann, liegt bei jedem Angriff, ich glaube, bei 30%. Ah ja, okay. Aber noch irgendwas? Fehlschlagrate oder daneben? Nee, nur Attacke. Na gut, Fehlschlag, dass der Attacke nicht ausgeführt werden kann. Okay. So, wird mal Zeit für einen neuen Angriff? Nee, immer noch nicht. Ich dachte, du wärst schwach, ja. Okay, ich bringe jetzt eine Interpretation der Arena-Leiterin. Wenn nicht noch irgendwo jemand wuselt. Nee, da wuselt noch ein Trainer und gibt es noch einen? Was? Nee. Okay, wir werden jetzt einfach mal unsere Pokémon umsortieren und Flame wegpacken. Und einfach mal, ja, wir setzen Togepi ganz vorne, ist natürlich klar. Felino erstmal. Und werden die Trainerin noch machen, dann schnell zum Pokémon Center rennen und dann. Ach komm, no risk, no fun. Ich habe niedliche Pokémon lieber als starke. Aber ich habe starke und niedliche Pokémon. Also heißt das, sie hat sowohl starke als auch niedliche oder sie hat niedliche, die stark sind? Oder starke, die niedlich sind? Nee, das glaube ich nicht. Die Frage ist jetzt, weißt du, was uns bei Bianca erwartet? Ich weiß tatsächlich nicht, was für Pokémon sie hat. Genau, und deswegen werden wir nochmal in das Pokémon Center zurückgehen. Und dann vertraue ich mal, ich weiß, es könnte ein Fehler sein, aber... Okay, Aussetzer? Aussetzer. Das ist schade, weil Slam hat nur eine 90%ige Trefferchance, glaube ich. Dafür ist es aber auch eine adäquate Attacke. Das ist nicht ganz falsch. Ja. Allerdings wäre mir hier die Aquaknarre lieber, weil Aquaknarre eine spezielle Attacke ist. Hier in der zweiten Generation übrigens noch vom Typ abhängig. Ha. Wie ist das eigentlich mit diesen Wirkungsgeschichten? Ich weiß, diese Schlaf- und Giftpuder-Dinger wirken auf Pflanzen nicht, aber warum hat er jetzt zum Beispiel Gesang keine Wirkung? Es ist theoretisch, als ob die Attacke dagegen nehmen ging. Das ist auch so, ja. Du hast halt nur eine bestimmte Chance. Und was hat der jetzt eingesetzt? Ich weiß es nicht. Pummeloch. Okay, dann ist nicht so schlimm. Gesang hat, glaube ich, nur eine Trefferquote von... lass mich lügen, 70? Das heißt, standardmäßig 70... Das ist halt... ja, man kann halt sagen 70%. Aber eine Trefferquote von 100 heißt auch nicht, dass du immer triffst. Dafür gibt es ja die immer Trefferquoten. Wie zum Beispiel, dass. Wir haben wieder Glück gehabt. Dass. Wie heißt es denn? Ich hab's vergessen. Achso, Sternschauer immer trifft. Achso, ja. Okay. Auch wenn die Pokémon eingegraben. Oder? Fliegen. Nee, das nicht. Aber wenn sie fliegen. Das weiß ich nicht. Das ist kann so. Sein, ja. Also in der ersten Generation war es so, ich glaube, das wäre wie ich glaube, Klingsturm trifft zum Beispiel. Aber Erdbeben trifft zum Beispiel stärker, wenn das gegnerische Pokémon eingegraben ist. Okay, es setzt Pfund ein, das heißt, wir werden den für einen Switch nutzen. Switch. Und mal Bibo raushauen. Ich weiß, Bibo ist jetzt nicht das stärkste Pokémon. Aber es ist ziemlich awesome. Aber einfach so als Hommage an Bartrak, ich habe ja gesagt, ich führe das Pokémon für ihn mit, weil... er hat ja für uns. Ich sage viermal. Dreimal. Ja, okay. Möchtest du einen After Eight als Belohnung? Nein. Okay. Ich trinke nicht, während ich arbeite. Moment, was? Moment, was? Hast du eigentlich ein Lieblings-Pokémon, Bloody? Verrat doch mal, ob du ein Lieblings-Pokémon hast. Das kommt jetzt immer auf die Generation an, aber ich denke, mein Lieblings-Pokémon an sich oder ob man... Okay, weil wir sind hier bei einem Let's Play von, sagen wir, der zweiten Generation, also grenzen wir mal erste und zweite. Naja, auf jeden Fall ist Lugia eigentlich so mein Favorite. Okay, warum? Wie ihr vielleicht auch nicht sehen könnt im Video. Wieso? Ach so. Blöde Frage. Ach da, was da so rauswinkt. Ja, okay. Ja. Kann ja sein, dass es einfach so aus Ködergründen, so nach dem Motto, Lugia ist zwar jetzt nicht so, aber wenn Lugia im Thumbnail ist, dann... Das ist nicht das Thumbnail, das ist nur Hintergrund, außerdem passt es super zu Silberne Edition, das ist richtig. Aber, ja, dieses Bild hat mir eine Freundin mal gemalt. Nur für mich, das heißt, ich habe vollständige Rechte an diesem Bild. Keiner kann mir was. Wuhu. Mit dem Thumbnail, was dann also auf den Videos sieht das etwas anders aus, aber das ist... Liebe YouTuber, Screenshotten verbreiten, als euers ausgeben, tut dem Bloody ja, genau. Eingefallen. Genau, macht es bitte mit dem Video drin, weil ihr seht ja nicht das gesamte Bild. Okay. Nein, das macht ihr natürlich nicht. Ne? Wir bleiben natürlich recht. Nein, aber Lugia ist schon ein ziemlich cooles Pokémon. Und wenn wir es haben, sehen wir auch noch die, meiner Meinung nach, geilste Animation der alten Spiele. Ich war damals so geflasht,
mein kleines Hirn war dumm und naiv und dachte, das wäre das Beste der Grafik, was jemals kommen würde. So viel Ehrlichkeit am Samstag-Präabend ist natürlich ganz hervorragend. Nein, das ist der Präabend. Ja, Präabend. Man müsste das irgendwie zusammenfassen. Präabend. Ja. Guten Tag, willkommen im Pokémon Center. Wir heilen deine Pokémon und machen sie wieder fit. Dim, dim, dim. Das ist immer blöd, wenn man sich bei der Verabschiedung einmal zu oft mit einem A-Knopf verdrückt, darf man die ganze Chose nochmal. Deswegen drücke ich danach immer den B-Knopf. Genau. Komm jederzeit wieder vorbei. Mach ich. Eines Tages. Vielleicht. Achso, bei mir ist es übrigens Apollo. Apollo ist mein Lieblings-Pokémon. Das ist ein mir jetzt nichts Neues, aber... Plüsch-Apollo. Ja, ich habe das ja auch nicht dir erzählt, du Lauch. Dann dreh dich nicht zu mir, sondern zum Mikro. Das Mikro ist über mir. Tja, das Mikro steht über dir, merkst du, was? Es ist eine Qual mit mir, oder? Sagen wir einfach... Ja. So, Bianca ist da. Ja. Und dreht sich los. Willst du? Wir sind beide Bianca. Wir machen Bianca. Okay. Ich bin Bianca. Jeder hat sich für ein Pokémon interessiert. Also musste ich mitmachen. Pokémon sind super niedlich. Willst du kämpfen? Sei gewarnt, ich bin gut. Okay, das war eine Androhung, die... Also ich glaube, ich gehe erstmal auf Toilette jetzt. Ich glaube, sie hat eine gespaltene Persönlichkeit. Das kann natürlich auch sein. Leiter Bianca. Siehst du, sie ist Leiter. Ja, weißt du, das ist so... ist so also ein bisschen objektiv. Aber wahrscheinlich eher so eine Holzleiter als eine Metallleiter. Das meine ich, ja, guck mal, die Farbe auch, das ist ja, eindeutig. Also eher eine Holzleiter. So. Pipi. Pipi sollte jetzt noch nicht ganz so schlimm sein. Verrat mal nicht, was kommt. Ich will mich überraschen lassen und dann einen entsprechenden Soundeffekt von mir geben. Duplex-Hieb. Wir haben 2 Treffer von Duplex-Hieb bekommen. Wer hätte es erwartet? Und wir machen mit einem Slam genauso viel Schaden. Wie hoch ist das höchste? Was? What? Volltreffer. 4 oder 3 beim Duplex-Hieb? Bin mir nicht ganz sicher. Was komisch ist, weil Duplex eigentlich für ein Doppel... Ja. Aber naja. Klingt irgendwie, als ob man 2... Da windet sich der Egoist. Okay, ich glaube, unsere Attacken sind jetzt nicht so gut. Oh, es kann Metronom. Ich hab's befürchtet. Gut. Teleport. Ha! Hätte schlimmer kommen können, Solarstrahl oder Schädelwumme wäre jetzt... Überstrahl. Ja. Rutenschlag. Natürlich. Filino war nicht artig, der spürt erstmal eine Rute. Was ist? Verteidigung sinkt oder? Verteidigung sinkt. Aber es greift natürlich physisch an, das heißt... Das war's für uns, denke ich. Ja. Das war's für Filino? Filino und wir, uns, ja. Immer schön. Nein. Für Pokémon, was im Kampf ist, an der Front für uns sozusagen ist. Wir haben leid, noch genug Soldaten. Ich wollte Militärreferenzen nicht machen. Mach ruhig Militärreferenzen. Ich meine, bis vor kurzem lief ja bei mir noch Advanced Wars. Gut. Da können wir ruhig Militärreferenzen machen. Dann mach doch mal ein bisschen Werbung. Auch wenn ich mich... Das ist schon beendet. Warum soll ich dafür Werbung machen? Naja, damit sich das im Nachhinein sozusagen... Haben doch schon alle gesehen. Achso, haben alle, Horrorblick. Das war nicht unbedingt das, was ich brauchte. Weil du kannst es jetzt auch nicht wechseln, oder was heißt? Genau, ich kann es nicht wechseln. So. Och, diese Metronom ist aber immer sehr interessant, sagen wir mal. Zornklinge, okay. Zornklinge war jetzt nicht das Schlimmste, was passieren konnte, denn die erste Zornklinge ist relativ schwach. Die wird immer stärker? Oder genau, Zornklinge wird immer stärker. Ja, gut. Okay, jetzt kommt der Abfuck. Ach so, ich wollte einen Soundeffekt machen, je nachdem. Ah, das ist ziemlich gut sexy. Für den Abfang, Abfuck. Ja, okay, Moment. Jetzt müsste natürlich dieses sagen, kranke Miltang, an dem viele gescheitert sind. Ich kann es wechseln? Ach, verdammt. Das wollte ich nicht. Der Sweep war jetzt etwas doof. Vielleicht macht er eine Attacke ohne Schaden, dann kriegt Togepi so viel EP, dass es mindestens Level 7 oder 8 erscheint. Also komm, ja, mach einfach. Ja, nee, ich will Togepi schon rausnehmen. Aber ich hätte jetzt Knofferns als Schlafbruder gebraucht, will das jetzt aber nicht opfern. Deswegen schicke ich Vati erstmal rein. Nein, ich hätte nicht Vati reinschicken dürfen. Na doch, könnte. Ich zähle das Gestein, ist nicht sehr effektiv. Ist immer noch in Ordnung. Donnerschock. Machen wir ein bisschen... Okay. Aber Walzer ist halt... Elektromilch, ja, ist eine fiese Attacke. Gefährlich. Also so 20 Pokémon, Level 20 Pokémon. Naja, vor allen Dingen, es wird ja zum Glück nicht immer stärker. So. Das ist halt nicht ohne. Ja.
Und das Problem ist halt, egal was ich jetzt reinhaue, es könnte gefährlich werden, wenn er mit dem Walzer trifft. Deswegen versuchen wir jetzt, das Schlafpuder rauszubringen. Das war's mit dem Schlafpuder. Und das ist halt... Mit dem Knuffenser, ja. Sei lieb zu deinem Pokémon. Das war jetzt nicht um die Attacke, das war das Knuffenser. Das war's. Ich hatte letztens übrigens eine Idee, ist es nicht eigentlich gut für Pflanzen, wenn sie verstorben sind, sie zu beerdigen? Also muss man sie dann nicht eher was anderes so... Also es ging uns so durch den Kopf, ne? Nein. So, wenn man jetzt einen Knuffenser beerdigt, das müsste doch ganz gut sein. Wir haben gerade ein... mit einem Schlag 57 Schaden abbekommen. Okay. Wir sind, am Arsch? Ich sag das F-Wort und du machst ein Piepgeräusch da. Wir sind jetzt richtig gef... Warum denn nicht? Mann, hab doch mal ein bisschen Humor. Wenigstens einmal. War die Attacke nicht sehr effektiv? Ich weiß nicht. Okay, jetzt machen wir das trotzdem. Wenn sich eine Kuh auf eine Wespe setzt. Sehr effektiv und es hatte ihn vorher nicht besiegt. Ich verstehe nicht, warum Bierbohr so viel. Wäre jetzt eigentlich die blöde Idee, schon in die Arena zu gehen. Jetzt hier von uns beiden eigentlich. Oh, Togepi kann noch nicht mal Metronom. Heuler, Togepi, komm, Heuler. Wir gehen auch gleich nochmal in die Arena, aber wir werden unser Team umstellen. Oh, der Master hat einen Plan. Ja, einen Masterplan. So, unsere Pokémon. Wir sind in Ohnmacht gefallen. Alles ist gesund. Geheilt. Das Problem ist, die Hälfte unseres Geldes ist weg, oder? Ja, ich glaube. Damals wieso? Hat man damals die Hälfte des Geldes verloren? War das nicht so? Ist doch nicht Diablo hier. Wieso denn? Ich glaube, bei Pokémon war das so, dass man sein Geld... Ich weiß es nicht mehr genau. Okay, das ist ja dreist. Da ziehen die dich ab, weißt du? Also die besiegen deine Pokémon, du fällst in Ohnmacht. Und dann klauen dir Geld. Ja, aber das machst du doch mit anderen auch. Nee, du gewinnst es ja fair. Hier fällst du in Ohnmacht. Oder die Trainer fallen ja nicht in Ohnmacht. Ja, später fällst du nicht mehr in Ohnmacht. Da sagt er dann, du rennst schnell zum nächsten Pokémon-Center. Was auch komisch ist, die anderen fallen nicht in Ohnmacht. Die brauchen ihre Pokémon. Aber nicht. Wer sich erinnert, wir haben ja unsere Mutti, die fleißig für uns spart und uns tolle Sachen kauft. Ey, Mutter. So. So, was hast du für einen Plan? Erzähl doch mal. Wir sind übrigens, wollen wir nicht... Das heißt, der Plan ist im nächsten Video erst dran. Genau, das heißt, ihr müsst gucken, um zu sehen, wie ihr viele Versuche... Ihr müsst warten bis morgen, genau. ...versuche wir noch für das Miltank brauchen. Okay, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge und tschüss. Macht's gut.